السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich habe heute eine kleine Geschichte für euch. Eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat und in der ich so viele Lehren für mich genommen habe, und ich möchte das mit euch teilen. Die Geschichte fand statt bei einer ganz lieben Familie für mich, eine Familie, die christlich waren, die Maria. Die kluge Maria, mashallah, sie hört mich vielleicht, die schöne Maria, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr einen sehr schönen Verstand gegeben und er hat ihr die Reife gegeben in den früheren Jahren schon. Schon als sie 5 Jahre alt war, sprach sie Weisheiten. Und sie denkte und dachte, sie dachte philosophisch. Sie dachte, wie die Philosophen denken. Und so möchte ich euch mal eine kleine Passage von der Geschichte von Maria, die jetzt schon 13 Jahre alt ist. Aber diese Geschichte ist wahr und hat stattgefunden, als Maria 5 Jahre alt war. Ich erzähle euch, was die Mama dokumentiert hat, damit das fest bleibt. Die Mama sagt: Wir machten mit der ganzen Familie einen Ausflug. Ich saß hinten zwischen den Kindern. Die Landschaft zog schweigend und monoton an uns vorbei und auch im Auto ist es still geworden. Maria schaute versunken in die Ferne. In diese Stille hinein sagte sie ganz leise: Immer ist jetzt. Erstaunt sagte sie etwas lauter: Mami, es ist immer jetzt. Jetzt ist es jetzt. Und jetzt auch. Und jetzt immer noch. Immer ist nur jetzt. Hört das nicht auf? Ist immer jetzt? Sie war sichtlich verdutzt. Ja, ich glaube, es ist immer jetzt, antwortete ich und ließ sie es in Ruhe zu erfahren. Mami, wenn jetzt immer ist und nicht aufhört, dann hat es auch nicht angefangen und war schon immer da. Kann das sein? Ja, das kann sein. Sie schaute mit Schrecken mich an. Ist jetzt ewig, Mami? So wie Gott? So wie die Liebe? Sie hört doch auch niemals auf. Du hast mir doch gesagt, es steht geschrieben, dass die Liebe nicht aufhört. Weißt du noch? Schweigend nicke ich mit dem Kopf. Mami, unser Gott heißt doch, ich bin da. Er ist auch immer da. Er ist jetzt da. Er ist ja ewig und hört nicht auf, da zu sein, so wie die Liebe niemals aufhört. Und wie jetzt? Ja, Maria, du sprichst richtig. Von dem jetzt haben wir ganz viel, unendlich viel. Es ist uns in Fülle gegeben. In diesem Jetzt ist alles, was da ist. In ihm ist Leben und alles Sein. Jetzt, das ist die Zeit Gottes, die Zeit der Liebe. Ja, Mami, das stimmt. Deshalb kann ich nicht gestern lieben und auch nicht morgen. Nur jetzt. Und wenn ich morgen liebe, dann liebe ich auch nur jetzt. Weißt du, wie ich das meine? Liebe kann nur jetzt fließen. Oh, Mami, wie sehr ich liebe. Ich drücke ihre Hand. In unseren Augen sind Tränen. Sie ist sehr ergriffen. Ja, mein Kind, jetzt ist die Zeit der Liebe, flüstere ich ihr zu. Und somit habe ich von der Familie ein Geschenk bekommen. Das ist diese Uhr, wo es überall jetzt steht. Ja, du bist nur dein Jetzt. Du bist nicht gestern und du bist nicht morgen. Und so sagen die Weisen,
dieser Umma, Al-Hasan al-Basri. Er sagt, du bestehst aus drei Tagen. Dein Gestern und dein Heute und dein Morgen. Gestern ist schon vorbei. Morgen liegt nicht in deiner Hand, aber jetzt liegt schon in deiner Hand. So nutze es richtig. Und so wie Hassan al-Basri auch sagt, oh, es gibt keinen Tag, in dem die Sonne nicht aufgeht, ohne dass dieser Tag ruft, oh Sohn Adams, ich bin heute dein Tag und ich komme nie wieder zurück, erst am Tag des Endgerichtes. So nutze mich mit den guten Taten. Mich hat auch beeindruckt, wie dieses kleine Mädchen, 5 Jahre alt, so tiefe Worte trifft, dass sie von alleine Allah mit der Zeit verbindet. Und so sagt Allah in dem Hadith, Qudusi, authentisch überliefert, La tasubbu ad-dahr, fa inni ana ad-dahr. So beschimpft nicht die Zeit, ich bin die Zeit. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dem Hadith Qudusi. Ja, die Zeit ist eine ganz große Sache, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, denn er hat auch mit der Zeit geschworen. Wal Asr, bei dem Zeitalter. Wal Shamsi wa Duhaha, wal Qamari idha talaha, wal Fajr wa Duha, wal Layli idha saja, wal Layli idha yagsha. Das sind alle Zeiten, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, O du Mensch, du bist dein Jetzt. So, nutze dein Jetzt. Morgen ist nicht in deiner Hand und gestern ist vorbei. Und so müssen wir bewusst mit unserem Leben leben. Unser Jetzt schauen und uns darauf konzentrieren, und daraus das Beste nehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Verstand und die Reife geben, dass wir unser Jetzt nutzen und dass wir für unser Morgen, nämlich das Stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala, uns gut vorbereiten, auf dass wir die Zufriedenheit Allahs und sein Wohlgefallen erreichen. Amin, Amin, Amin. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته